Das nachfolgende Bastelprogramm findet ihr auch als Schritt-für-Schritt-Anleitung auf unserer Homepage www.jz-tempel.de. Hallo zusammen. Draußen regnet es in Strömen und ich hatte mir überlegt, dass wir heute ein Regenschirm-Mobile machen, passend zum Wetter sozusagen. Hierfür braucht ihr Aluminiumdraht, Tonpapier, Schere, einen Stift und entweder einen Zirkel oder ein Glas mit einem entsprechenden Kreisdurchmesser. Ich habe mich jetzt mal für das Glas entschieden und damit male ich zunächst Kreise auf dem Tonpapier. So. Ihr braucht circa 8 Stück. Schneidet die aus. Nehmt die Kreise, faltet sie einmal in der Mitte, die Kante gut feststreichen und wirklich ganz fest andrücken, am besten mit dem Fingernagel oder mit einer Schere. Dann habt ihr so einen kleinen Halbmond. Dann noch einmal falten und genauso verfahren. Wieder die Kante scharf andrücken. So dass ihr so einen kleinen Viertelkreis habt. So verfahrt ihr mit allen Kreisen, die ihr ausgeschnitten habt. Ich habe da mal was vorbereitet. So ist es ja nicht. So. Diese Kreise, diese Viertelkreise stellt ihr jetzt zusammen auf, so wie ihr sie farblich gerne haben möchtet. Und klebt sie mit einem Tesafilm an den Seiten zusammen. Das kann man ganz einfach machen, indem man diese Viertelkreise hinlegt, die Seite mit Klebestift behandelt und den nächsten Viertelkreis drauflegt. So fahrt ihr einfach fort. So, wenn ihr alle übereinander geklebt habt, einmal fest andrücken und dann könnt ihr sie sozusagen auseinanderfalten. So. Einfach schon mal hinstellen, damit das schon mal trocknen kann.
Jetzt braucht ihr Aluminiumdraht. Und zwar für den Regenschirmgriff. Ein Stückchen Draht abschneiden, messen, so dass es ungefähr die Länge hat. Die obere Kante vom Draht umbiegen zu einer kleinen Öse. Unten auch einmal umbiegen zu einer kleinen Öse. Und dann unten nochmal einen Knick reinmachen. Dann sieht es so aus. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Jetzt braucht ihr wieder den Klebestift. Den Aluminiumdraht gut mit Kleber bestreichen und in die Mitte von eurem Regenschirm geben. Jetzt die letzten beiden Seiten zusammenkleben. Bisschen noch auseinander biegen. Und zum Trocknen ablegen. So. Je nachdem, wie viel Schirme ihr macht, umso mehr könnt ihr natürlich hinterher an einem Mobilier anbringen. Ich habe da mal welche vorbereitet. Und einfach einen Ast gesammelt und den weiß angestrichen. Ihr könnt ihn aber auch in der Naturfarbe lassen, das ist egal. Und wenn ihr die dann aufzieht, diese Regenschirmchen, so, und dann damit könnt ihr ganze Fenster gestalten. Ihr könnt auch mit Ringen arbeiten, mit unterschiedlichen Höhen und natürlich mit unterschiedlichen Farben. Viel Spaß beim Nachbasteln und vielleicht schickt ihr uns ja mal Bilder, wie eure Exemplare aussehen. Tschüss!